zum Abregen, meine Damen und Herren. Wir haben nämlich gerade vor 2 Minuten noch Minecraft gespielt, die Folge, die ihr dann also gestern gesehen habt. Und zum Abregen bzw. noch mehr Aufregen gibt's dann jetzt eine Runde Minecraft hinterher. Minecraft? Quatsch, ihr wisst schon Rage was. Rage Mode hinterher, genau. Und das finde ich ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Oh Gott! Ich merke jetzt schon wieder, dass da jemand ganz erpicht auf seinen Bogen ist. Ich. Oh Mann! Und die stehen schon wieder hinter jedem Winkel! Ach. Jeder Winkel, Mensch. Jeder Winkel. Menschenskines. Oh lol, ich hab den tatsächlich irgendwie getroffen. Ich weiß zwar nicht so hundertprozentig wie, aber irgendwie habe ich das geschafft. Wir müssten hier echt mal so den ein oder anderen, die ein oder andere Challenge anfangen, so von wegen nur Leute mit der Axt töten oder so. Schön! Das sag mal den anderen. Mit den nur Axt und so. Ja, wir, die natürlich nicht. Caro, hör auf mit dem Bogen. Ja, du schlägst mich ja auch. Mit dem Bogen macht man das. Ja, schlagen, nicht schießen. Ja, aber du bist besser im Schlagen, deswegen darf ich schießen. Nee. Was ist das denn für eine Logik? Caro-Logik. Was denn die? Nicht getötet. Okay, ich habe einfach mal irgendwo hingeschossen. Mit ein bisschen Glück. Oh, der eine Prim. Mich hier und. Alter, komm her. Ja. Und schießt. Wenn er sich jetzt umdreht und mich einfach tötet, das finde ich dann ein bisschen doof. Okay, den habe ich, perfekt. Ich bin nicht Erster, das ist nicht gut. Bin aber ich glaube, abends spielen auch ein paar bessere Leute. Oh Gott. Beziehungsweise, oder ganz normal wie überall einfach nur die übelsten Ultra-Noobs. Das kann natürlich ja auch sein. So wie ich. Okay, da war jemand mit dem Krönchen, den habe ich mal easy weggekrönt. Weggekrönchen. Oh oh. Ich muss hier weg. Oh! Gegenseitiger Kill! Eieiei! Uiuiui! Ich freue mich gerade über die kleinen Sachen des Lebens. Alter, der Opa sah aber ziemlich genauso aus wie ich, du. Doch, Alter, der war ja. Der, das war ein Double. Ein Bubel? Mein Bubel-Dubel. Ein Michael Bubble. Oh Mann, von wo die immer schießen? Ich hab mich selbst getötet. Was? Achso, mit dem Bogen wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, das geht. Das ist mir eben auch schon widerfahren. Hört doch auf mit dem Bogen, Mensch. Vor allen Dingen nicht, wenn ich mit einer Axt rumrenne. Oh, hi. Mensch. Mensch. Alter, wie schnell macht ist der doch denn? Ich bin fertig. Nicht aber auf mich, nein, lass mich. Ach Mann. Ich hab eh so wenig Punkte. Ich hab auch keine Punkte. Oh, du bist Erster. Michael Bublé. Yeah, ich hab einen getötet. Okay, das hab ich auch. Nein, da hat mich wieder. Da hat mich der Opa weggeknüppelt, obwohl ich einfach mal Geschwindigkeit hab. Aber ich darf nicht zu viel darin investieren. Ja, toll. Tolle Wurst. Okay. Ah, shit! Ah. Wie denn? Was kann ich denn? Oh, was? Hm. Was? Hä? Ich habe mir gerade einen Airstrike gekauft und irgendwie habe ich mich damit selbst getötet. Das ist schon ein bisschen peinlich. Jetzt bin ich schon wieder gestorben
Also ich habe mir gerade meinen Sieg selbstständig einfach hochgradig vermasselt. Wunderbar. Wie schön sowas immer geht. Okay. Cheatet doch, von so weit kann man doch gar nicht treffen. Natürlich. Man kann hier einen Longshot Stream-Snipe machen. Aber richtig hart. Merk schon. Wahrscheinlich, weil hier auch niemand streamt. Ha! 10 Roly. Oh nein! Boah, wie die immer kommen mit ihrer Axt. Und dann kriegt man immer direkt wieder so viele Punkte abgezogen. Und ich war schon wieder vorne. Ja, wenn du nicht überall Augen hast, bist du tot. Ja, hä? Was war das denn? Einer hat das Spiel gewonnen. Aber wie? Da war besser. Da war ein Blitz bei mir. Hast du den Blitz auch mitgekriegt? Nee. Ui. Vielleicht habe ich mir ihn einfach auch nur eingebildet. Vielleicht wollte ich nicht wahrhaben, dass er gewonnen hat. Vor allen Dingen, ich setze den Airstrike. Ich hatte keine Ahnung, wie ich den Airstrike einsetze. Und plötzlich spawne ich irgendwo und baller den Airstrike weg. Bist du denn jetzt schon wieder hin? Verliere dich an der Wand. Was du denn da drüben? Wie kommst du denn? Oh. Da ist auch noch ein Balkon. Oh nein. Da oben. Komm runter. Nee. Rapunzel, Rapunzel. Ja, lass den Haar herunter. Ich lass meinen Nein. Das du nicht. Ja, lass dein Haar herunter. So weit reicht denn. Doch. Bis nach Buxtehude. Das ist ein Ort. Ja, das ist tatsächlich ein Ort. In Deutschland. In Deutschland. Irgendwie stehe ich hier so ein bisschen wie auf dem Präsentierteller. Das finde ich nicht so in Ordnung. Warum konnte ich... Ich habe schon gezählt und geschossen, aber es hat ihn nicht getroffen. Also bei mir war das Problem, dass wir uns direkt beim ersten Ziel gegenseitig... Ich hasse Bogenschützen. Du warst das. Nein. Bisschen schon, gib es zu. Ein bisschen. Och man, schon wieder so ein Bogenschütze. Ey, ganz ehrlich, so kann man doch eigentlich nichts machen. Ich mache das jetzt genauso wie die. Ich springe panisch durch die Gegend. Entschuldigung. Schokolade. Schoko. So, habe ich dich, du kleines Würstchen. Okay, okay, okay. Oh nein. Oh Mann! Ah. Wo bin ich denn überhaupt? Ich habe schon 5 Kills. Oh Mann! Wenn ich schon dieses Geräusch von dem Bogen höre, wenn er irgendwo einschlägt und dann auch noch von hinten, so richtig beschissen. Ich spiele jetzt auch nur noch mit dem Bogen. Okay. Ja, sonst niemand was anderes kann hier. Ich kann echt nichts anderes. Ja, bei dir ist etwas anderes. Du bist ein Mädchen, du musst dich verteidigen. Geil. Oh nein. Jetzt kommt er. Au. Oh. Oh, das bist du. Oh. Oh. Ich hab dich verschont, oder? Ich bin verschrocken. Ja. Verschont. Das hört sich jetzt nicht. Das hört sich jetzt nicht sonderlich vertrauenserweckend an. Aber es war mein Ernst. Ernst ist 4 Jahre alt. Wer ist denn das jetzt? Ernst? Ich bin auf dem Schlachtfeld. Oi, oi, oi. Ich hoffe, du hast ihn da hinten weggeknödelt. Der stand da oben drauf und ist so ein bisschen grün gewesen, ne? Das war echt. Oh Gott! Och, ich hab den Emerald in die Hand genommen! So, jetzt aber, komm. Habe ich damit jemanden weggeballert? Ich habe den Airstrike mitgenommen, aber...
Irgendwie... Wäre ich nicht gegangen. Lief das nicht so wie gewollt. Ich geh aufs Haus. Okay. Da habe ich den Typen weggeschlägert. Wie hat denn der mich erwischt? Ach Mann! Von wo kam denn jetzt schon wieder die Axt? Ich habe 12 Kills. Was ist das eigentlich für ein Rotz hier? Der eine ist gleich fertig. Ja, natürlich ist der eine gleich fertig. Ich bin ja auch der Einzige, der sich traut, den Typen mit der Axt zu killen. Ich habe den, glaube ich, schon zweimal mit der Axt gekillt und trotzdem traut sich sonst niemand. Ich wurde von Kekhund gekillt. Es ist nicht so einfach hier. Ja, wo ist er denn? Oh, von da. Drei Seiten! Ja, das war's. Immer diese Schokokoko. Mann! Schokopo. Schokokok. Caro, guck mal, was? Wo ich bin. Nee. Schaff ich das? Es hat gelaggt von mir. Was war das? Ich kann nicht springen, es hat gelaggt. Das war ein verächtlicher Versuch. Es hat gelaggt bei mir. Es sah so lustig aus. Wenn er sprungen hat, hat es einen Rüttler gemacht und ich kann nicht springen. Du super gemeiner Lin. Ich mag den nicht. Oi, die Scheidung. Ja. Hochzeit. Oh Mann. Das macht dir viel mehr Angst. Ich glaube auch. Leider. Ah, der hat mich von 30 Meter Entfernung an der genau. Was ist denn ein Meter hier in Minecraft? Ein Block oder? Ich habe meine Axt aus Versehen weggeworfen. Aus Versehen? War das eine Schockreaktion? Ja. Ah Mann! Der von trifft mich auch immer noch gerade so. Dieser Schokokork. Trifft einen Schuh. Es gibt Was hier keinen ist? Schuh. Was? Ich dachte, in seinem Namen wäre ein Schuh gewesen, aber da war kein Schuh. Doch, Schocks. Da geht doch Schuh. Alter, wie der einfach nur rum... Spam dieser Typ. Flup. Ha, Suppe. Rockkartoffel. Mich getödelt. Okay, ich habe noch nicht genug. Ich habe noch nicht genug Emeralds für Speed. Ich wollte die jetzt eigentlich ein bisschen nerven. Hinter dir kommt er. Ja, das war mir schon wieder klar, dass die wieder immer von hinten kommen müssen. Hallo? Nein. Hör auf, bitte. Hinter dir, da oben. Ich habe gerade meine Axt auf ihn geworfen. Oh je. Mach sie weg. Hast du sie? Nein. Oh. Da drüben rennst du. Warum ist nicht so gut? Immer auf andere Leute, Schocks. Immer auf mich. Ich habe eh keine Punkte. Ja, ich glaube, sie nimmt einfach die sich ihr in den Weg stellen. Geh weg, Semmel. Aber gerade sind die Leute halt echt ein bisschen komisch. Lol, da kam gerade eine Axt angeflogen. Von far, far away. Oh, guck mal, ich habe den mit der Axt weggeaxtet. Yay. Ja, ich hab Schocks erwischt. Nein! Oh, wer ist denn dieser Schocks? Mädel. Ja, welches denn? Ja, die bunte da. Die grün, blau, gelb. Was weiß ich. Die mit 28 Trilliarden Farben? Die halt gerade führt. Ja. Ach, nee, die führt doch gar nicht. Doch schon. Ja, aber gerade vor einer Sekunde. Na, regelt führt. Hab. Wo ich das gesagt habe. Ach, die gefühlt. Da. Ja. Die wird aber das Öfteren mal weggeschockst. Och, nö. Was denn? Richtig ich dachte, du bist böse. Bin ich auch.
Schocks, okay. Geh endlich. Gut. Achtung, William, da komm ich klar. Um die Ecke. Nein! Oh, wie schade. Das Gute an der Axt ist halt, du slowst dich nicht selbst. Oh. Beim Werfen, beziehungsweise. Das Schlechte daran ist, du hast eine Abklingzeit. Ach Quatsch, nicht eine Abklingzeit. Du hast die Axt nur einmal. Du kommst damit nicht so weit. Oh Mann, ich habe aber echt gerade keine Chance, hier reinzukommen! Oh Mann, oh dann kloppelst du den einen weg und dann kloppelt der andere dich weg. Oh. Ja, das ist halt ein Kloppelspiel. Klopp-dong. Suppe! Hallo! Ich habe mein Schild rausgenommen. Wie seh's? Du kannst es ja nicht mehr sehen. Ach klar, ich hab's doch vorhin gesehen. Bin ich jetzt auf dem Präsentierteller? Ach Mann, von wo denn schon wieder? Jetzt kam die schon wieder von hinter mir. Hat ja mich ja schon gewundert, dass mich so lange keiner mehr von hinten ich abgeschossen stecke. Hat. Wo steckst du? Du stehst da mitten auf dem Feld. Ja, ich bugge. Darf ich dich töten? Caro, ich will den Kill. Hab ich. Ich wollte mich töten. Wie willst du das denn machen? Mit Pfeilen. Aber dann kriegst du keine Punkte. Ja, ist mir egal. Ja, brauche ich doch nicht, wenn ich mich selbst kille. Ich habe dich jetzt einfach mal ganz kurz nicht gesehen. Nein! Oh, die hat mich aber gesehen. Die Schocks. Och, guck mal, wie die Schocks mich schon wieder weggeschockt hat mit dem kackigen Ding. Fängt ihr auch nur. Haha, ich hab Schocks hier erwischt. Oh Gott, wie ich ihn im Sprung weggeschockst hab. Ah, Macarena. Hi. Oh, guck mal, ich bin Erster. Wenn mich jetzt nicht noch 20.000 Leute töten, habe ich eine reelle Chance, tatsächlich Platz 1 zu belegen. Weitermachen. Okay, Nemesis Kill. Jetzt muss ich nur irgendwie gucken, dass ich hier halbwegs alles unter Kontrolle habe und auch behalte. Ist doch nicht. Oh Gott. Au. Oh, nee, das bist du. Oh Gott. Ich schieß gerade alles an. Ich merk schon, hinter dir. Nein! Oh, ich hasse Schocks! Schocks gibt mir immer die Axt ins Gesicht. Mir gibt's immer Pfeile ins Gesicht. Och. Die Olle. Plus ein Emerald. Was war das denn jetzt schon wieder? Wie hat mich denn Schocks jetzt getroffen? Die war doch gerade tot. Ja, die braucht nur noch einen Kill, William. Gottes Licht. Tötet deine Gegner mit der Hilfe von Gottes Licht. Na, das nehme ich mal, du. Ja. Ja! Was ist das denn denn? Erklär mir das. Diese Blitze, die ganze Zeit abgeschossen wurden, wo ich eben gesagt habe, wie hat er denn gewonnen? Warum ist denn dieser Blitz, ich wurde da geblitzt, Dingst? Ja. Das kann man sich kaufen für Emeralds. Ich glaube, das kostet über 30 Emeralds. Und ich hatte 41 oder sowas. Und da jetzt hat das doch gerade in dieser Runde, gerade in dieser Runde hat doch, ist das gerade nochmal passiert. Und ich dachte mir, hey, das scheint ja ziemlich krass zu sein, das Ding. Und bin in den Emerald reingegangen und hab mir das gekauft und ich glaube, es stirbt dadurch jeder Spieler einmal. Oh. Und dadurch habe ich halt genug Kills gekriegt, dass ich an Schocks vorbeigezogen bin und sie nochmal getötet habe. Und das war super. Leute,
So können wir weitermachen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar und eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, bleibt auf jeden Fall dran. Demnächst geht hoffentlich das Projekt mit Jenny los und so. Und dann sehen wir uns dann. Tschüssli!